hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII Rebirth und dem Beagle. Das ist jetzt natürlich ein ziemlicher Plot-Twist. Ich muss die Quest von Iris machen, um die Quest von Tifa freizuschalten. Oh, dann seid ihr ja endlich. Beeilt euch, das Rennen fängt bald an. Welches Rennen? Wilde Hatz ist die beliebteste Ballsportart in Costa. Hier kann das eigene Haustier sich mal so richtig austoben. Und was gibt es Besseres, als mit seiner großen Liebe einem knuffigen Tierchen dabei zuzusehen, wie es seinen Spaß hat? Seid ihr bereit? Nö, eigentlich also nicht, aber bitte schon. Wünscht mir Glück! Hast du eigentlich zugehört? Das ist für Tiere. Menschen sind per Definition Tiere. Also kann ich mitmachen, richtig? Nein, das geht leider nicht. Ach, Menno. Aber ihr habt doch ein Haustier, oder? Lasst mal das Haustier ran, das keins ist. Dieses Rennen habe ich so gut wie gewonnen. Red macht das schon. Ist so toll. Na gut, dann müssen wir ihn wohl ordentlich anfeuern. Das müssen wir. Gib mir ein R, gib mir ein E, gib mir ein D. Was wird das? Ich finde dieses Plakat mit dem Surfer. Ich nehme mal an, das muss ins Rote. Ne, wie mache ich nochmal hier? Ist das überhaupt ins Rote? Ja, muss ins Rote. Nicht doof, ich schaff grad gar nichts. Alter, ich bin grad zu doof zu allem. Mit denen ist egal. Ach, egal, ey. Warte mal, das ist blau. Ach, komm ey, ohne Witz. Ich will doch einfach nur den... Warum kriege ich es nicht hin, einen speziellen Ball da rein zu pushen, ey? Nein, ich dran vorbei! Ach, Red, du bist doof, weißt du das? Bei mir ist dann jetzt halt das Gelbe. Willst du mich verarschen? Oh nein, nicht da rein! Nicht da rein! Das war falsch. Nein, Red, nein! Reiß dich am Riemen, ey. Uhu, das hat mal geklappt, toll, ne? Egal, dann mach ich halt das hier. Das klappt auch nicht so gut. Ah, das könnte jetzt aber gehen. Wupp. Das ist falsch. Ja. Nein, 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 warte. Oh Gott, ich bin ein schlechtes Haustier. I am the baddest Haustier ever. Kann man das auch nur andippen? Ja. Ups. Jetzt volle Lütte rein. Was machst du denn? Wo ist der denn jetzt hingeflogen? Sag mal. Muss ich nicht verstehen, ne? Nein. Rein mit dir. Yay. Ach so. Ich muss das in der Reihenfolge machen. Nicht? Aber wo ist denn dann der? Steht da irgendwo eine Zahl drauf? Ja. Wenn der Beagle halt mal checkt, was von ihm verlangt wird, ne? Hä?
Nein! Oh Gott sei Dank ist da gerade was vor. Los da hinten. Hätte ich es halt von Anfang an gecheckt, wäre das ein bisschen einfacher gewesen. Nein! Nein, 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 nein! Eieieiei. Jetzt muss ich warten. So. Rot. Ich brauche Rot. Boom! Oh, nee. Könnte. Nein. Red, nein. Ich habe halt unglaublich viel Zeit damit verplempert. Einer noch, ne? Wo ist der? Da. Aber wie das denn? Wie soll ich das denn machen? Ohne Witz, wie soll ich das denn machen? Kann mir das irgendjemand sagen? Wie denn? Wie denn? Davor und dann volle Löte rein. Ja, aber wie soll ich das hier reinkriegen? Ich hoffe, das reicht für das Date aus. Wie hätte ich denn jetzt... Daneben. Ich muss das schaffen. Ich fass es nicht. Ach je, das war heute nicht dein Tag, was? Passiert schon mal. Ein paar Trainingseinheiten und die Sache sieht ganz anders aus. Mhm. Durch ihr Haustier scheinen die beiden eine sehr innige Beziehung zu haben. Als sie gesehen haben, wie sich ihr Hündchen für sie angestrengt hat, hat es noch einmal richtig gefunkt. Zum Dahinschmelzen! Genau das habe ich gebraucht. Mein Kopf sprudelt schon über vor all den Ideen. Entschuldigt mich, aber ich muss sofort zurück in den Laden. French steht bei der Piratenparty bereit. Wenn ihr noch mehr Spaß haben wollt, schaut bei ihr vorbei. Okay. Oh Gott, ich wollte die doch mit Iris gar nicht machen. Weil am Ende habe ich auf einmal Iris da. Und ich bin gespannt, was wohl als nächstes kommt. Hoffentlich nicht wieder so ein Schrott. Ach, laut. Wir haben immer ein bisschen Spaß. Du weißt, dass das hier ein Job ist. Der Alleskönner kann alles außer sich amüsieren. Ich bin jedenfalls in der richtigen Stimmung für dieses Date. Und ich im Kampf- oder Fluchtmodus. Warum das denn? Ach, nichts. Hab's nicht so mit Dates. Ach, was du nicht sagst. Da seid ihr ja. Dann lasst uns die Jagd nach Liebe mal beginnen. Du musst nur die Zielscheiben treffen. Oh Gott. Und damit auch ihr Herz. Gott im Himmel. Ja, ich kenne den Scheiß, ja. Ist nämlich scheiße, Leute. Du machst das! Ey, man trifft aber auch einen Scheiß hier, ne? Zehntausend soll ich erreichen, nee, klar. Ach, weißt du, Iris, du kannst es auch gar nicht selbst machen. Ich
bin darin nicht gut, Leute. Ich will darin auch gar nicht gut sein. Es ist einfach nur anstrengend. Die Arme an, wie zu tun, ehrlich, ohne Witz. Ach komm, lass mich in Ruhe. Du machst das. Hurra! Oh komm, das ist doch unfair. Ich hoffe, das reicht. Ich kann mir nicht helfen, aber irgendwie wirkst du auch als begossener Pudel noch ganz putzig. So heftig muss man erst mal daneben schießen. Wer hätte das gedacht? Durch die rosarote Brille wirkt selbst ein Loser wie ein Hauptgewinn. Alter, ich bin halt was? Etwas aus der Übung. Ach, come on, ich bin Schwertkämpfer. Und sie hat ihn nicht eine Sekunde aus den Augen gelassen. Der Punktestand war letztendlich Nebensache. Dank euch habe ich genau die Inspiration erhalten, die mir noch gefehlt hat. Ach, leck mich. Ich bin dann mal im Laden und arbeite an der Kollektion. Yorda hat auch noch etwas Besonderes für euch vorbereitet. Sie wartet am Chocobo-Verleih auf euch. Ah ja. Ich bin schon auf diese neuen Kreationen gespannt. Welche Art von... Moment, ich will nicht falsch laufen. Kann ich da nicht auch einfach hingehen? Badesachen gefallen dir denn so? Also, warum? Ach, reine Neugier. Erstmal sollten sie funktional sein. Wasserabweisendes Material und gute Wasserverdrängung sind wichtig, wenn man unter Wasser kämpfen will. Alles klar. Er kann das wirklich nicht so gut, ne? Davon noch. Da seid ihr ja. Ich habe etwas ganz Tolles für euch. Nein. Reitet mit ihr bis zum Muschelstrand. Dort könnt ihr eine schöne Zeit verbringen. Wie niedlich. Aber ein einfacher Ritt über den Strand wäre zu langweilig. Deswegen möchte ich, dass ihr dort Muscheln sammelt. Und wenn ihr schon mal sucht, haltet nach extra großen Exemplaren Ausschau. Ich werde ihr das Kleinste mitbringen. Warte hier auf euch. Das geht. Und vergesst nicht, sammelt auch ein paar unvergessliche Erinnerungen für euch. Wo muss ich jetzt genau hin? Da unten kann ich da nicht eine Schnellreise hinmachen? Jo. Ich gehe also in einem Strand mit Monstern und dann springen wir. Ja. Ach, warte mal. Auch schon Chocobo. So. Ich denke, die Muscheln sollten ganz in der Nähe zu finden sein. Erstmal müssen wir hier aufräumen. Und tschüss! Ja! Geschwächt.
sollte reichen. Ich weiß nicht, wie ich die provoziere, wenn ich ehrlich bin, die Synchro-Art. Ich weiß es einfach nicht, Leute. Ich weiß es einfach nicht. Eventuell muss ich noch mal eine Freundin fragen, wie sie das macht. Das sollte reichen. So, jetzt geht's aber auf Muschelsuche. Dann mal zurück in den Sattel. Oh ja, glaub mir, das wird ein perfektes Date. Naja. Dann weg damit. Ich zähl auf dich. Ich leg los. Was? Nee. Ich zähl auf dich. Zieh dich zurück. Es ist vorbei. Verzieh dich. Zack. Na? Nee. Oh, warte mal, was? Ja. Warte doch mal. Auf die Falte. Mir nach. Ist das gewesen? Das muss ich mal ausprobieren. Ich bin auch doof, ne? So. Okay. Also, ich glaube, ich habe es jetzt verstanden mit den Synchronen. Eine Muschel. Interessante Form, oder? Weder zu groß noch zu klein. Wusstest du, dass man das Meer rauschen? Dann such doch. Was? Also die Chance, dass es hier wieder ein Gegner ist. Ja, danke. Ich habe auch genau auf der falschen Seite. Das arme Chocobo muss ja halt einfach wie so ein Hund herhalten. Danke, dreh dich doch um. Das ist nichts. Aber die Kleine ich könnte haben. Mir gut vorstellen, dass in so einem Riesending mal ordentlich was an Muschelfleisch gesteckt hat. Würde ich gern mal probieren. Das überrascht mich jetzt. Ich hätte nicht gedacht, dass du so ein Gourmet bist. Bin ich nicht. Ich esse alles, was man mir vorsetzt. Ich mag so kleine süße Muscheln. Puh, gute Ausbeute. Ich denke, die sollten doch wohl reichen. Muschelübergabe. Schokoboverleih. Ich gebe ihr die kleinste, damit das mit Iris nicht zu hoch geht. Da seid ihr ja wieder. Habt ihr mir ein paar tolle Muscheln mitgebracht? Hattet ihr Spaß bei eurem Ausritt?
Diese Muschel sieht wirklich hübsch aus. Mit den zwei Hälften passt sie perfekt zu jedem Pärchen. Um ein Lächeln ins Gesicht seiner Liebsten zu zaubern, braucht es Muscheln oder eine schöne Erinnerung. Oder beides. Dank euch hatte ich gerade eine Eingebung für einen atemberaubenden Schnitt. Muss sofort zurück in den Laden. Kommt doch später bitte zum Veranstaltungsplatz am Strand von Costa. Dort findet unsere Modenschau statt. Bis dann! Bis dann! Ich war freundlich an den Chocobo. Reiten wir zusammen, ja? Nein. Das würde ihn sehr langsam machen. Umso besser. Mehr Zeit, die Landschaft zu betrachten. Ich sitze aber vorn. Na klar. Ich weiß doch, dass dir sonst schlecht wird. Warum muss ich das mit Iris machen? Warum kann ich nicht entscheiden, mit wem ich sowas machen möchte? Das kotzt mich schon ein bisschen an. Übrigens, ich find's witzig, dass ich jetzt im Strand, ohne Strandklamotten dahin komme. Mit diesem Teil schießt man sein Herzblatt ganz sicher ab. Das Rennen um die Liebe kann nur eine gewinnen. Und zwar die Trägerin dieses Teils hier. Wer das perfekte Date will, muss beim perfekten Outfit anfangen. Also das Rote ist ja noch okay, aber der Rest ist sehr hässlich. Damit so ein Outfit auch richtig zur Geltung kommt, braucht es ordentlich Muskelmasse. Findet ihr nicht? Sixpack und Knackers gefällig? Kriegt ihr! Kommt noch heute zum Mann! Oh Mann! Wo kühle Recken schwitzen, damit die Muskeln blitzen! Ich glaube, das brauchen wir nämlich für Tifas Quest. Was soll's. Ihr seid ja wirklich gekommen. Und? Wie hat euch unsere neue Bademodenkollektion gefallen? Ganz und gar fantastisch. Allerdings weiß ich immer noch nicht, was wir dazu beigetragen haben. Die besten Inspirationen kommen uns immer, wenn wir Turteltäubchen in Costa beobachten. Genau. Costa del Sol ist das Paradies unter der Sonne. Hier verbringt einfach jeder eine schöne Zeit. Und die Erinnerungen dieser Leute fangen wir für unsere Mode ein. Wir wünschen uns nämlich, dass alle auch weiterhin am tiefblauen Meer, unter dem endlosen Himmel und am glitzernden Strand nach Herzenslust Spaß haben. Na, wenn das mal nicht der gute Cloud ist. Ah, wir kennen uns doch vom Wallmarkt. Was machst du denn hier? Betriebsausflug. Wir sind jedes Jahr in Costa del Sol. Um ein bisschen zu entspannen und uns neue Outfits schneidern zu lassen. Da fällt mir ein, komm doch nachher mal vorbei, Cloud. Wir könnten da bei einer gewissen Sache nämlich gut die Hilfe des Alleskönners gebrauchen. Das ist die Quest mit Tifa. Ich hoffe noch nicht zu hoch. Ist in etwa Gleichstand, wenn man meint, das erkennen zu können. Naja, mal schauen. Jetzt gehen wir uns mal die Quest abholen. Und wenn nicht, werde ich halt ein bisschen in der Welt rumgucken und Synchronsachen mit den beiden machen. Dann sollte ich das ja wohl auch hinkriegen. Irgendwo hier war doch die Tafel, oder? Nee. Wo ist es denn? Wir können ja schon mal dahin dockeln. Oh. Ich wollte gerade sagen, dieses Kartensystem ist manchmal etwas weirdo. Ja, da war ich schon. Mal sehen, was es ist. Hallo. Oh, wie schön euch zu sehen, Tifa und Cloud.
Einmal im Jahr kommen wir hierher, um die Sonne und das Meer zu genießen. Nichts geht über ein Training unter freiem Himmel. Wie sieht's aus? Willst du mitmachen? Gern. Ich hatte schon längere Zeit Lust, mal wieder zu trainieren. Du bist immer herzlich eingeladen, dich uns anzuschließen. Lass deine Muskeln nach Lust und Laune das spielen. Das kann nur scheiße werden. Das war im Hauptgame schon so scheiße. Im ersten Game schon so scheiße. Übrigens, Cloud, weißt du eigentlich, worauf es beim Krafttraining besonders ankommt? Ganz genau. Ohne den richtigen Durchhaltewillen wird es nichts. Darüber muss man sich in unserem Fall allerdings keine Sorgen machen. Wir alle sind überzeugte Athleten. Gut, kommen wir zur Sache. Ich habe ja erwähnt, dass wir deine Hilfe brauchen. Ja. Hier in der Nähe lungern ständig Ungeheuer herum. Könntest du dich um die kümmern? Wenn's sein muss, kein Problem. Danke. Ein sicheres Umfeld, in dem man sich voll und ganz seiner Muskelpflege widmen kann, ist fürs Training nämlich existenziell. Okay. Jetzt musst du... wo sind die denn? Achso, es gibt keinen Stück. Schauen wir mal, wen es zu verkloppen gibt. Scheinst dich drauf zu freuen? Klar doch. Etwas jetzt Bewegung kommt mir gerade recht. Hast dich seit damals echt verändert. Dann kanntest du mich aber schlecht. Mirna! Ja! Bereit? Jetzt! Bereit? Jawohl! Los! Aua, es klappt jetzt gar nicht so gut. Ich schlafe. Das ist schlecht, dass ich schlafe. Oh. Jetzt! Auf jeden! Diese Müdigkeit. Es ist aus. Jetzt! Ich komme! Okay. Hier! Das ist ein bisschen doof, aber wenn es die einzige Möglichkeit ist. Es ist aus. Gerade noch so. Ja. Ich kann gerade gar nichts machen, weil ich schlafe. Mhm. Nee, es funktioniert aber auch nicht so, wie ich gehofft habe, wenn ich ehrlich bin. Attacke! Leder! Weiter! Genug! Jetzt! Ich komme! Kleine Show, gefällig? Bis hier und nicht weiter. Kann ich denn jetzt die Synchro? Kann ich immer noch nicht benutzen. Weiter! Los! Okay. Weiter! Genug! Kann man nichts falsch machen. Was? Was ist? Ach, nichts. Ich habe nur überlegt, welches Menü nach einem Krafttraining das beste ist. Hast du dir auch die ganzen Menüs im siebten Himmel ausgedacht? Die Hälfte hatte ich vom Vorbesitzer übernommen. Der Rest war von mir. Ich hätte gern mehr bei dir gegessen. Und ich hätte gern mehr für dich. Guck mal, gekocht. Die sind viel vertrauter miteinander als Iris und Cloud. Die beiden sind so süß miteinander, Leute. Die sind so süß. Bin ich jetzt falsch gelaufen? Ja, ich bin hier raus, ne? Hm. Mal schauen. Dann, mal schauen, wo ich die anderen Monster finde. Okay, der Kreis ist relativ groß. Ich bin nur einfach in die falsche Richtung abgedampft. Monster hier irgendwo? Da hinten. Ganz schön viele sogar. Oh Gott, nein. Oh Gott, das ist ein, oh Gott, das ist ein Mini-Schokobo. Warte mal. Oh, Mini-Schokobo. Scheiße. Mach! Auf jeden! Bis hier und nicht weiter. Mist, ey. Weiter! Wenn da! Was ist los? Jetzt! Mirna! Weiter! Mirna! Ich komme!
wenn ich treffe, wird's hier tun. Stimmt. Ich komme! Bis hier und nicht weiter. Los! Hier! Mir nach! Los! Bis jetzt! So, so. Warum kann ich sogar schon beschwören? Aber genau daran scheitere ich eben, an diesen Synchro-Sachen. Ich komme! Muss wach bleiben. Aua. Da war aber gerade ein Baby-Chocobo. Ziemlich lästig. Auf jeden! Es ist aus! Mir egal, wie lange der Kampf dauert, ich werde es genauso machen, weil was soll ich denn machen? Bis hier und nicht weiter. Das Spiel ist aus. Tschüss. Okay. Synchro kann ich immer noch nicht benutzen. Was ist das für eine Scheiße, dass ich die Synchro-Sachen nicht benutzen kann? Das ist aus. Ja. Los. Es ist aus. Ich bin endlich nicht lange genug dran gewesen, ey. Bis hier und nicht weiter. Bist du eigentlich wählerisch, was dein Essen angeht? Bei Soldat wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Wo ist das Baby-Chocobo? Ich war früher ziemlich wählerisch. Hätte ich nicht gedacht. Doch, doch. Aber jetzt nicht mehr. In den Slums kann man sich das nicht leisten. Wie sieht's mit Krabbenfleisch aus? Nicht wirklich. Bin auch kein Fan. Da. Okay, wir folgen dem kleinen Mann trotzdem. Oder der kleinen Frau. Hallo, wo? Hi. Ich krieg das noch hin, dass Tifa besser dran ist als Iris. Ah, oh, es freut sich so. Oh, hi. Vor allem haben die einfach da so eine blaue Kokosnuss oben drauf. So. Mal schneller laufen und wieder zurück zu meinem Ziel. Das Schokobüchchen hat mich abgelenkt. Da hinten sehe ich Monster. Na, ihr, wie ist so? Weiter! Das jetzt! Auf jeden Fall! Bis hier und nicht weiter! Jetzt kommt was! Mir nach! Nicht jetzt! So müde! Beide hat's erwischt, ne? Ich kann die immer noch nicht benutzen, das ist doch lächerlich. Es ist aus! Los! Auf geht's! Keine kleine Show, fällig? Das schon alles. Lass wach bleiben. Nein, ich bin voll in die Blase rein. Mhm. Los! Ich komme! Mir nach! Ja! Jetzt! Auf geht's! Tschüss! Hier. Genug. Wo noch? Mal hier. Weiter. Ich habe alles voll. Ich habe Limit voll. Ich habe nur eben nicht die. Auf jeden. Es ist aus. Was habt ihr bei Soldat eigentlich so aufgetischt bekommen? Vor allem Sachen mit hohem Nährwert. An den Geschmack will ich lieber nicht erinnert werden. Du solltest dein Gesicht sehen. Die beiden sind so süß miteinander. Tja, Tifa. Was denn? Wir wurden als Kinder mit dem Essen in Nibelheim ganz schön verwöhnt. Das stimmt. Bei uns gab's nicht nur frische Zutaten, sondern auch viele gute Köche. Hm.
Aber... Okay, vielleicht da, wo die Haltestelle ist. Wartet mal. Ja, du freust dich. Das ist schön. Aber hast du ja auch ein Monster gesehen, kleiner Mann? Ich bin am Zielort angekommen. Achso. Ja, ich bin zwar am Zielort angekommen, aber es sind keine Monster. Also es wird schon Sinn machen von der Karte her, dass hier noch eins ist. Weil man ja von da oben auch anscheinend runterspringen kann. Nee. Doch. Wollen die mich hier ein bisschen trollen oder so? Oder müsste mit der Strecke? Ja, die bin ich ja auch schon entlang gelaufen. Meine Lieben, ich glaube, ich mache jetzt hier mal einen Cut rein und suche. Wobei. Ich würde es schon gerne weghaben. Die Frage ist nur, wo sind die jetzt hier? Es kann doch nicht sein, dass die hier irgendwie nicht zu finden sind. Hier habe ich die ja schon besiegt. Schön. Ist auch nur minimal nervig, wenn ich ehrlich bin. Auch schon besiegt. Könnte das vielleicht hier auf der Kreuzung noch sein? Ach, da oben, ich hab sie. Find die erstmal, ey. So. Natürlich habe ich jetzt nichts getroffen. Tschüss. Natürlich habe ich jetzt nichts getroffen. Los, weit komm nicht. Mirna! Auf jeden! Das ist raus. Das ist bereit? Ja! Weiter! Es geht los! Das geht schon, aber irgendwie bringt das nicht so viel, wie ich gedacht habe, wenn ich ehrlich bin. Bereit? Bin da! Jetzt zeige ich dir, was ich drauf habe. Genug! Auf! Ja! Tschüss! Jetzt! Nicht jetzt! Ich kann sogar beschwören, Leute. Also das erreiche ich damit schon. Das ist nicht das Thema. Aua. Bereit? Ja! Bringen wir es hinter uns! Ich hab genug! Los! Jena! Ja, jetzt kommt was! Nichts überstürzt! Überlass das mir! Los! Ja! Hilfst du mir? Klar! Komm! Jetzt nachsetzen! Yes! Los! Okay! Hilfst du mir? Entscheid! Los! Zusammen! Ey, warum geht das nicht? Los! Hilfst du mir? Okay. Willst du mich verarschen? Yeah. Dann übernimm. Ich übernehme das. Ach, schon erledigt. Endlich geschafft. Dann mal zurück zu Jinan. Hat das jetzt irgendwas gebracht? Jetzt läuft mein Chocobo mit mir und denkt sich, warum reitet er nicht auf mir? Ist der ein bisschen doof? Ja, vielleicht. So. Cloud, Tifa, da seid ihr ja wieder. Hab gehört, ihr habt euch um die Ungeheuer gekümmert. Vielen Dank. Jetzt können wir uns wieder voll und ganz aufs Training konzentrieren.
sagt nicht, dass du die legendäre Tifa bist, die die Jungs hier bei den Klimmzügen knallhart abserviert hat. Also bitte! Ist doch Schnee von gestern. Aber es stimmt doch, oder? Also bist du es wirklich? Du bist ein Riesenvorbild für mich. Wegen dir habe ich überhaupt erst mit Krafttraining angefangen. Ach so? Und nicht nur ich. Schau doch, sie alle haben sich wegen dir hier angemeldet. Amina hat recht. Dank dir haben sich auf einmal wahnsinnig viele Frauen bei uns angemeldet. Dafür sind wir dir echt dankbar. Aber ich habe doch eigentlich gar nichts... Bloß keine falsche Bescheidenheit. Du bist der absolute Hammer. Ich möchte dich zu einer Runde Sit-Ups herausfordern. Tja, also... Sie hat lange darauf hingearbeitet, um sich eines Tages mit dir messen zu können. Tu ihr doch bitte den Gefallen. Vielleicht kann ich dich ja hiermit ködern. Falls du gegen Amina gewinnst, gibt's noch einen kleinen Extra-Bonus. Na, was sagst du? Müsst ihr mit Amina bei einer... Oh Gott, ich hasse das. Musst du schnell hintereinander, R2. Halt dich ja nicht zurück, okay? Hinreißend! Muskelkater ist dir wohl ein Fremdwort. Echter Wahnsinn! Oh nein. Wo fange ich an? Oh nein! Du sahst mal frischer aus. Danke. Perfekt. Oh Mann, fickt euch alle ins Knie. Das ist doch schon eine Aufgabe für Idioten. Guckt ihr euch mal an. Geballte Muskelpower. Heiliger Waschbrettbauch. Amina, du schaffst das! Nee, Leute, das ist schon wieder so eine Hurensohn-Scheiße. Ich wünsche euch einen schönen Tag, haut rein.